Ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe unserer Countercept-Webinarreihe. Heute haben wir uns ein sehr spezielles Thema ausgesucht, nämlich die Roadmap und was wir hier uns für die Zukunft gedacht haben. Kurz noch einmal zur Erklärung, wer With Secure jetzt ist, falls Sie es nicht eh schon gehört haben. With Secure ist F-Secure. Wir haben einfach vor ein paar Monaten unsere Firma aufgesplittet in F-Secure, den Consumer-Teil, und With Secure, wo wir jetzt hier sind, den Business- und Enterprise-Teil für unsere B2B-Geschäfte mit unseren Endkunden. Und somit deswegen hier jetzt alles in neuen Style, in neuer Ausprägung. Ich darf Sie auch herzlich einladen, unser Chatfenster zu nutzen, dort Ihre Fragen zu deponieren, falls sich Fragen während meiner Präsentation auftun. Wir haben im Nachgang noch ein paar Minuten Zeit und da kann ich dann individuell vielleicht auf die eine oder andere Frage auch noch dann eingehen. Aber starten wir gleich einmal los mit unserem Thema. Hier sehen wir, hallo Mikko, hier sehen wir meinen Kollegen Mikko Hyppinen. Der hat vor kurzem einen Vortrag gehalten und hier eine ganz bemerkenswerte, kurzes Schlagwort hier, eine Aussage hier getätigt, die man treffender nicht bezeichnen könnte. We are no longer securing computers, we are securing society. Und das ist auch eines unserer ja, Missionen, die wir haben, auf dem Weg gemeinsam mit Ihnen, mit unseren Kunden für die Zukunft, was wir uns vornehmen. Man kennt uns seit über 30 Jahren aus der Endpoint Protection Richtung mit AV-Schutz. Aber wie gesagt, es geht nicht mehr nur um den einzelnen Computer, den wir schützen wollen, sondern es geht für Unternehmen natürlich um die gesamte Infrastruktur, das gesamte Unternehmenssystem, aber in weiterer Folge auch um die Gesellschaft, dass wir hier die Gesellschaft auf dem Weg der Digitalisierung begleiten wollen und auch sichern wollen. Es gibt genug Unsicherheiten, es gibt nicht genug Gefahren, die sich aus der Cyberkriminalität ergeben. Und genau da wollen wir ansetzen, dass wir hier auch dieser gesellschaftlichen Verantwortung auch nachkommen wollen. Deswegen auch hier unsere Vision. Niemand soll durch einen Cyberangriff einen ernsthaften Schaden erleiden. Zumindest niemand, der unser Vertrauen, sein Vertrauen schenkt und unser Kunde ist. Aber auch darüber hinaus schützen wir viele, viele andere Unternehmen, weil wir auch zum Beispiel in diversen EU-Projekten eingebunden sind, hier mitwirken, mitarbeiten an einer Zukunft, die es uns hoffentlich allen ermöglicht, sicher die Digitalisierung voranzutreiben und eben, dass man keinen ernsthaften Schaden erleidet. Aber all diese Visionen sind ja eigentlich nur ein paar Buchstaben und Texte, die wir hier auf dem Schirm sehen. Die Visionen müssen ja auch mit Leben erfüllt werden. Und genau aus dem Grunde heraus haben wir uns hier für die Zukunft, denke ich, ganz gut aufgestellt. Wir haben hier ein paar Ideen für die Zukunft, die wir teilweise auch schon umgesetzt haben, komme ich gleich dazu, teilweise gerade in Umsetzung sind und natürlich dann auch der Ausblick in die Zukunft, was man von uns mit unserem Countercept Managed Detection und Response Service auch noch alles erwarten darf. Und wie wir eben genau diese Reise, diese Digitalisierungsreise, die wir unsere Kunden hier schon vornehmen oder auch vorhaben und geplant haben, wie wir sie hier bestmöglich unterstützen können. Wir haben das Ganze auf vier Teilbereiche aufgeteilt und ich denke, da werden sich viele von Ihnen auch wieder finden. Es geht zum einen natürlich, es soll ein Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden geschaffen werden. Nicht dann, wenn man eben in neue Technologien investieren will. Wir wissen von vielen unserer Kunden, dass sie in die Cloud-Richtung gehen wollen. Ja, Cloud, das ist jetzt so ein sehr nebuloses Wort, ein wolkiges Wort. Da steckt so viel darin. Aber trotzdem ist es etwas, was viel Unsicherheit in sich birgt, weil viele nicht wissen, ja, ich bewege mich weg von meinem sicheren Umfeld, von meiner On-Premise-Umgebung, gehe da hinaus. Wie kann ich den ganzen Providern dort vertrauen?
vor allem auch, wie kann ich meinen eigenen Möglichkeiten vertrauen? Schaffe ich es hier, wenn ich so einen Cloud-Service nutze, ihn entsprechend sicher abzubilden? Wer hilft mir, mich genau darum zu kümmern? Und genau da wollen wir hier ein Begleiter sein, um genau diese Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden auch mit auf der Reise zu begleiten. Es geht aber auch um die Widerstandsfähigkeit, die betriebliche Widerstandsfähigkeit zu unterstützen und unseren Kunden zu helfen, diese zu verbessern. Man spricht immer von Resilienz, dieses neue Wort. Aber es trifft es wirklich sehr gut. Es geht darum, selber zu verstehen, in welchen Bereichen des Risikomanagements bewege ich mich mit meinem Unternehmen. Was ist noch ein tolerierbares Restrisiko, mit dem ich leben muss? Was kann ich durch geeignete Maßnahmen gut abfangen, abfedern, damit es nicht zu einem großen Problem wird? Und genau da wollen wir an dieser Schnittstelle hier mitwirken, mithelfen, dem Kunden hier auch zu ermöglichen, diese Herausforderungen bestmöglich zu meistern, um eben dieses Restrisiko zu minimieren und gleichzeitig mit dem Restrisiko natürlich auch die möglichen Schäden, die sich aus einem Angriff eben ergeben, auch aus einer Betriebsunterbrechung heraus ergeben können, wie wir das hier entsprechend abwehren können. Es geht auch um das Maximieren der betrieblichen Effizienz. Ja, wir kennen das alle. Security wurde jahrelang, jahrzehntelang möchte ich fast sagen, als Blockierer. Es waren immer die, die alles verhindern. Die Security-Leute haben immer gesagt, das geht nicht, das können wir nicht machen, das dürfen wir nicht machen, weil dann würde alles zusammenbrechen. Schon langsam beginnt Gott sei Dank hier ein gewisser Paradigmenwechsel, dass man hingeht und sagt, nein, Security ist ein Business Enabler. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man sich ein bisschen anders aufstellt und dass man hier auch vielleicht vorangeht und nicht nur einfach wartet, bis sag ich mal, die Business Owner auf einen zukommen, die Prozessleute, die einen Prozess definieren und sagen, das müssen wir jetzt digitalisieren. Und dann kommt Security erst am Schluss. Und dann sind das immer die, die sagen, oh nein, das geht alles nicht. Sondern den Spieß umzudrehen und zu sagen, naja, wir sollten als Security-Leute die Enabler sein. Wir sollten hier ganz vorne mitwirken und sagen, was geht, was kann man machen, wie kann man sicher umsetzen, so dass man als Unternehmen hier auch entsprechend schneller sich quasi hier bewegen kann. Und vor allem, und da komme ich dann gleich später nochmal genau drauf, wie kann ich meine eigenen Ressourcen, die ich hausinterne habe, bestmöglich für meine Kernkompetenzen verwenden und lager das aus, Leute, die sich damit besser auskennen und sagen, das sind die Profis, die sollen das machen. Ich mache hausintern das, was ich sehr gut kann und somit wollen Effizienz hier unterstützen. Und natürlich zu guter Letzt das Thema Compliance, natürlich auch in zunehmendem Maße für viele unserer Kunden enorm wichtig geworden. Compliance, einfach das Definieren von Frameworks, von Regeln, von Spielregeln, an die man sich selber haltet, an die vielleicht sich auch aus gesetzlichen und regulatorischen Gründen halten muss. Und auch da haben zunehmend heutzutage die IT-Organisationen Probleme mit, ich habe da verschiedene Lösungen und wie passen die jetzt in diese ganzen Frameworks hinein? Welche der verschiedenen Controls, die ich in diesen Frameworks habe, passen nun auf meine Lösungen? Und genau an dem Punkt sind wir auch, dass wir sagen, da wollen wir unseren Kunden helfen, da wollen wir ihnen genau sagen, wenn du diese oder jene Funktion bei uns verwendest, dann hast du diese Controls aus deinen diversen Frameworks oder Best Practice Ansätzen auch schon erfüllt und damit hast du schon einen guten Teil der Arbeit geleistet. Nicht dann, wenn ein Auditor zu dir ins Haus kommt und sagt, bitte legen Sie die entsprechenden Dokumente vor, dann ist es hoffentlich ja dann ein leichtes mit unserer Unterstützung überall da die Checklisten auch leicht beantworten zu können. Aber steigen wir gleich einmal ein in das Thema, was wir uns vorgenommen haben, nämlich in unsere Roadmap. Der erste Themenblock eben Wettbewerbsvorteile verschaffen, nämlich eben, wie schon erwähnt, dieses Thema mit der Cloud. Kunden gehen in die Cloud und wollen dort Services nutzen und genau aus dem Grund haben wir hier unseren Add-on-Service zu Countercept Cloud Security Posture Management zu Beginn des Jahres ins Leben gerufen. Und da beginnen wir auch natürlich jetzt, weil das Ganze Fahrt aufnimmt, immer mehr Kraft hineinzustecken. Wir haben begonnen einmal mit AWS als Cloud-Provider,
den hier mit unserem Cloud Security Posture Management abzusichern. Jetzt kam dann auch Microsoft Azure dazu. Das heißt, auch da haben wir die Möglichkeit, diverse Cloud-Services dieser beiden Anbieter auf entsprechende Konfigurationsprobleme abzuklopfen, Sicherheitsprobleme abzuklopfen und damit dann dem Kunden zu zeigen, du da passt was nicht, hier hast vielleicht diese oder jene Services nicht entsprechend sicher aufgesetzt, hier gäbe es vielleicht bessere Möglichkeiten. Und das wird auch natürlich laufend weiterentwickelt, das ist etwas, was jetzt einen kontinuierlichen Schub sozusagen bekommt für die Zukunft, weil natürlich auch sich diese Cloud-Provider hier Gedanken machen, welche Schnittstellen können sie anbieten, wo wir eben hier als Security-Anbieter genau uns darauf setzen können, genau die passenden Elemente herausziehen können, Konfigurationselemente aufzeigen können und helfen können, zu zeigen, was stimmt da nicht, was passt da nicht. Und das idealerweise auf Knopfdruck. Und da erweitern wir natürlich auch das Portal. Diese Informationen laufen ja alle in das Countersap-Portal. Dort kann man sich dann sehr leicht all diese Ergebnisse anschauen. Und damit das halt natürlich auch noch leichter geht und besser geht, erweitern wir auch diese Portalfunktionalitäten mit Suchmöglichkeiten. Weil mit der Zeit werden dort sehr, sehr viele dieser Cloud-Control durch Aufschlagen, historische Informationen aus früheren Scans, die wir gemacht haben, und mit dem Kunden natürlich einen leichten Überblick ermöglichen diesbezüglich. Aber auch das Thema Cloud Detection und Response ist enorm wichtig. Und wir wissen das aus vielen Gesprächen mit unseren Kunden, sehr viele Kunden in Containertechnologie schon investiert haben oder in die Richtung gehen wollen. Das ist wunderbar leicht zu implementieren in vielen Unternehmen. Ich habe einen Host, ich habe da finde viele Container darunter, brauche ich was Neues, packe ich einfach einen neuen Container hinein, los die ganze Sache. Wir hatten nie Probleme, die Hosts zu überwachen, weil genau da sind wir ja dafür da, dass wir die Endpoints mit unserer Sensorik ausstatten und die können uns die passenden Informationen liefern. Schwierig ist es natürlich dann, in diese Container hineinzuschauen. Die Container selber kann man nicht schlecht in den Sensor hineinpacken, weil die sind ja so konzipiert, dass sie möglichst schlank sind. Da war die Idee dahinter, dass dort nicht ein riesen Overhead passiert. Also haben wir uns quasi am Host hier über neue Ideen darüber gemacht, wie können wir in diese Container sozusagen hineinschauen und darüber dann auch entsprechendes Gefahrenpotenzial erkennen. Und das haben wir jetzt schon einmal ermöglicht. Auch von Office 365 oder Microsoft 365, wie es jetzt heißt, gibt es schon seit längerem unsere Cloud Detection. Auch da haben wir uns weiterentwickelt. Microsoft passt hier auch laufend ihre Schnittstellen an und so gehen wir auch hier mit und passen auch hier laufend unsere Schnittstellen an und können hier laufend und kontinuierlich unseren Kunden einen Mehrwert liefern, weil wir einfach viel bessere Informationen von diesen Schnittstellen bekommen, die wir natürlich selbstverständlich im Rahmen unserer Services auch sofort implementieren können und dem Kunden sofort einen Nutzen zurückgeben können, ohne dass er irgendwas neu konfigurieren muss oder neu tun muss. Das geht einfach automatisch im Hintergrund. Und zwei komplett neue Services wollen wir heuer noch launchen. Es geht nämlich darum, dass wir auch in den Cloud-Services selber, wie AWS oder dann noch in weiterer Folge Azure, dass wir auch dort diverse Aktivitäten herauslesen können und die auch überwachen können. Zum Beispiel Cloud-Trails überwachen, auswerten, darin dann verdächtige Aktivitäten sehen, auf die wir dann auch entsprechend sofort die Erkennung ansetzen können und darüber dann natürlich den Kunden noch informieren können. Du, da passt in deinen Cloud-Services eigenartige Dinge. Da müssen wir jetzt genauer nachschauen. Also das, was man schon von den klassischen Endpoints wie Servern und Lines erkennt, auch in diesen ganzen Cloud-Services genau implementiert. Jetzt sofort mit AWS und in weiterer Folge dann auch mit Azure. Der nächste große Themenblock ist eben das Thema der betrieblichen Widerstandsfähigkeit, die Resilienz. Da geht es zum einen natürlich auch um Dinge, die wir jetzt schon tun, nämlich die klassische Detection und der Response, dass der natürlich kontinuierlich auch entwickelt wird, weil Angriffe entwickeln sich da. Die Angreifer werden immer schlauer, es gibt immer wieder neue Lücken, die gefunden werden oder die wir vielleicht noch gar nicht kennen, aber wir kennen die Mechanismen, die man jedenfalls ausnutzen kann.
Und so haben wir uns auch hier Gedanken gemacht zum Linux. Linux haben wir schon seit vielen Jahren jetzt als eigenes Kerntechnologie inkludiert. Nimmt jetzt mal einen Pfad auf. Viele Kunden setzen natürlich viele Services hausintern auf Linux-Server auf und da auch natürlich von unserer Seite diese Unterstützung, hier auch noch Best-Kennergebnisse innerhalb der Linux-Umgebungen zu sehen. Der Unix oder der Linux-Sensor als solcher wird auch immer mehr jetzt gehärtet. Das heißt, dass wir es schaffen, dass ein Angreifer den auch nicht den Prozess abschalten kann. Gleiches gilt auch für die Windows-Scanner. Wir arbeiten hier mit den sogenannten Alarm-Features zusammen. Also bei Windows sind das die Early-Anti-Malware-Funktionen, die eben sehr früh im Betriebssystem sozusagen ansetzen und genau das überwachen wir mit. Und wenn es einen Angreifer gelingen sollte, sehr früh hier die entsprechenden Agents abschalten zu wollen, dann bekommen wir das hier sehr rasch, sehr schnell mit und können hier entsprechend auch den Kommandanten, dass da jemand sich direkt zu schaffen macht und versucht, die Agent-Technologie auf den Endgeräten zu manipulieren. Auch bei der Windows.NET Runtime haben wir einiges investiert, weil wir gesehen haben, dass viele Angreifer sich genau darauf spezialisiert haben, Frameworks, Angriffsframeworks, Tools entwickelt haben, die auf .NET-Technologie zurückführen. Da wollen wir sehr schnell diese Mechanismen auch erkennen können, wenn es ist, um eben noch schneller darauf reagieren zu können. Dann natürlich auch das Thema des sogenannten Windows-Scanners. Das heißt, auch da geht es darum, dass man hier, sage ich mal, in den Betriebssystemkonfigurationen, speziell bei Windows, in Konfigurationselementen, möchte sich der Angreifer vielleicht festsetzen und genau darauf halt dann abzuzielen, dass wir genau dieses Festsetzen wollen, auch frühzeitig erkennen können und damit auch noch schneller Ergebnisse liefern zu können. Und last but not least, macOS haben wir auch schon seit einiger Zeit natürlich in unserer Agent-Technologie für die Endpoints inkludiert. Auch da entwickelt sich auch von der Apple-Seite hier einiges. Und da wollen wir auch in Zukunft noch verstärkt die Mechanismen, die uns hier das Betriebssystem macOS liefert, noch besser ausnutzen, um bessere Erkennungsmöglichkeiten hier zu schaffen und aufzubauen. Schauen wir jetzt auf die Response-Seite, was es da gibt, was wir da anbieten können. Job-Chaining, das heißt, bis jetzt war es so, wenn unser Detection- und Response-Team einen Response durchführt auf den Endgeräten unserer Kunden, dann ist das immer ein Task nach dem anderen gewesen. Und das hat oftmals eine gewisse Zeitverzögerung bedeutet, weil man schickt den Task los, dann muss man warten, zurückkommt. Manchmal ist es aber so, dass wir von Haus aus ja schon wissen, wir haben drei, vier Tasks hintereinander nachschicken, weil das einfach effizienter ist. Und das können wir jetzt. Wir können jetzt einfach mehrere dieser Tasks bündeln und die werden dann gemeinsam auf den Endgeräten des Kunden abgearbeitet, liefern uns Ergebnisse zurück. Damit sind wir noch viel, viel, viel schneller in unseren Responses und können noch viel schneller darauf reagieren und dem Kunden möglichst früh entsprechenden Schaden abwenden, wenn wir schon einen aktiven Angreifer entdeckt haben. Die Persistence, auch da greifen heutzutage die Angreifer immer sehr gerne auf schon bestehende Windows-Möglichkeiten zurück. WMI eben ganz vorne, die Windows Microsoft Instrumentation, eine sehr beliebte Management-Schnittstelle, die eben sehr oft ausgenutzt wird. Und auch genau da setzen wir uns hinein, dass wenn wir das sehen, direkt auf WMI-Ebene auch Responses durchführen können und da die Angreifer den Weg abschneiden können. Auch bei den Investigations bauen wir jetzt ein Job-Chaining dann hinein. Das heißt, wie vorher schon erwähnt, bei der Remediation, wo wir verschiedene Abwehrmaßnahmen machen können, ist bei der Investigation die Stufe davor quasi, nämlich zu verifizieren, was passiert auf dem Endgerät. Da haben wir diese Möglichkeit eben drinnen, dass wir das auch zusammenpacken können. Unix Persistence, da geht es darum, dass wir hier einzelne Konfigurationszeilen auch herauslöschen. Also das heißt, wie schon vorher auch erwähnt, bei den Microsoft-Angriffen, wo der Angreifer sich hier tief ins Betriebssystem eingreift und Konfigurationen verändert, damit eben zum Beispiel automatisch neue Prozesse gestartet werden.
Genau das Gleiche passiert auch auf Linux-Ebene, nur dort ist es eben sehr oft, dass das eben in bestehenden Konfigurationsfiles einfach in Zeilen hinzugefügt wird. Und viele von uns kennen das, diese Konfigurationsfiles unter Linux können sehr groß, sehr lang sein. Und genau da muss man natürlich, kann man nicht das ganze File löschen, sondern da können wir gezielt dann einzelne Elemente dort herauslöschen und damit dem Angreifer auch das Wasser abgraben. Dann haben wir noch einige spannende Dinge für die Zukunft, fürs Ende des Jahres heuer noch geplant, und zwar Selective DNS Blocking, dass wir ganz gezielt auf den Endgeräten Verbindungen zu einzelnen Command- und Control-Verbindungen entsprechend reinglitschen können und die abschalten können. Jetzt ist es so, dass wir komplett eine Netzwerkisolierung vornehmen, das heißt, das Endgerät kann nicht mehr mit niemandem sozusagen mehr kommunizieren. Und da wollen wir eben ein bisschen selektiver vorgehen können, dass wir sagen, okay, der User soll normal weiterarbeiten können. Wichtig ist ja, der Betrieb muss ja weiterlaufen. Wir wollen ja nicht den kompletten Betrieb lahmlegen unserer Kunden, sondern wir wollen ja nur spezifische Verbindungen unterbinden. Und das können wir jetzt dann damit. Und das zielt auch jetzt ab, das untere Feature hier, Cisco Umbrella. Wir arbeiten hier auch mit Cisco zusammen. Im Umbrella Service, das heißt, dass wenn Kunden das nutzen, können wir uns anbinden und können damit dann über den Umbrella Service ganz gezielt DNS-Bindungen blockieren oder unterbinden, wenn wir merken, da wird das entsprechend ausgenutzt. Und das soll eben hier auch zeigen, dass wir uns hier an Anbietern quasi hier am Markt auch die entsprechenden Schnittstellen nutzen und uns hier hineinsetzen. Und da darf ich alle Kunden aufrufen, kommen Sie mit Ihren Ideen, die Sie auch haben, oder Ihren Lösungen, die Sie haben, zu uns. Wir sind da immer sehr dankbar, wenn wir wissen, was unsere Kunden einsetzen, wo sie ihre Nöte und Sorgen haben. Und wir haben Gott sei Dank eine Größe, eine Unternehmensgröße, wo man noch mit uns über genau die Themen diskutieren kann. Wir sind nicht so groß, dass man da einfach nur vorgibt, sondern wir haben genau die Größe, wo es eben uns ermöglicht, intensiven Kontakt mit unseren Kunden über Produktweiterentwicklungen vornehmen zu können. Die betriebliche Effizienz, ich habe es schon mal angesprochen, auch ganz ein wesentliches Thema. Wir wollen ja die Ressourcen unserer Kunden schützen. Das heißt, die IT-Teams unserer Kunden sollen um ihre Kernkompetenzen kümmern. Wir kümmern uns um den ganzen anderen Rest. Und um das besser zu ermöglichen, haben wir hier auch im Portal zusätzliche neue Funktionen geschaffen, Suchmöglichkeiten geschaffen. Alle Daten, sowohl die Telemetriedaten als auch die Responses, die wir durften, sind ja im Portal drin. Der Kunde kann sich ja alles nachschauen, der kann uns ja permanent über die Schulter blicken und hier selber sich die Gewissheit verschaffen, was haben wir für Daten von unseren Kunden gespeichert. Damit das auch natürlich für den Kunden leicht möglich ist, gibt es im Portal ein paar Erweiterungen, damit man das auch recht leicht sehen kann. Und was wir auch geplant haben, ganz oben hier die Visualizations, wir wollen das auch ein bisschen grafischer darstellen. Es ist sehr viel Text drin und wissen wir, manchmal auch sperrig zu lesen, alle diese sehr technischen Informationen vielleicht. Ein bisschen mit einer grafischen Visualisierung wollen wir hier eine lockere Darstellung ermöglichen, dass man das auch ein bisschen besser vielleicht nachvollziehen kann. Im Deployment wollen wir hier auch einige neue Funktionen implementieren, wie zum Beispiel den Connectivity Checker im Agent, speziell wenn man neue Agents ausrollt, dass man gleich überprüfen kann, habe ich die Netzwerkverbindung zum Countercept-Service, passt da alles, spielt er eh nicht mehr in Firewalling, wie verrückt und blockiert etwas. Das kann man jetzt direkt Agent selber überprüfen. Auch den Linux-Client haben wir zum Beispiel die Abhängigkeit entfernt. Unsere Kunden hatten Probleme damit, wollen das nicht einsetzen. Die haben interne Policies, dass sie das nicht verwenden wollen. Somit haben wir auch hier einige Veränderungen vorgenommen und haben das entsprechend optimiert. Und natürlich mit der Client Connectivity checken wir jetzt dann in Zukunft auch noch den Health Status unserer Agents noch besser ab, dass wir noch dem Kunden noch ein besseres Bild darstellen können, welche seiner Agents laufen, sind gesund, liefern gesunde Informationen, wo gibt es vielleicht Probleme. Und dann natürlich ein Thema, was viel beschäftigt ist, Proxy Support. Das hat in der Vergangenheit jetzt, haben wir da noch nicht so viel Unterstützung gegeben. Das soll sich jetzt ändern. Hier wollen wir wesentlich mehr Proxy-Unterstützung hier unseren Kunden ermöglichen, flexibler darauf zu sein, die eigene Proxy-Umgebung hier bestmöglich einzubinden. Und auch das Thema Virtualisierung, ganz, ganz wichtig. Viele unserer Kunden nutzen Virtualisierungstechnik bei Citrix oder so, dass man hier auch noch viel besser
diese Agents zum Beispiel mit Golden Images jeden Tag neu gestartet, dass die viel besser, sage ich mal, dadurch behandelt werden, dass die nicht dann immer mehrfach vielleicht dann auch aufwachen, sondern dass es entsprechend besser dargestellt wird. Ja, und eine neue Funktion, die wir gerade in Planung haben, bis zur Vision, bis Ende des Jahres, geht es darum, die sogenannte Pre-Authorization for Servers. Wir machen die Pre-Authorization für Client aktuell. Das heißt, wir können, wenn der Kunde das unmittelbar auf den Endgeräten hineingerätschen und Aktivitäten für den Kunden durchführen, ohne dass der Kunde informiert wird. Das Gleiche wollen wir auch auf Server ausweiten und genau das haben wir jetzt vor, das haben wir geplant. Ja, und das Thema Compliance natürlich auch ein sehr, sehr wesentliches. Compliance, wie schon erwähnt, viele Kunden beschäftigt das. Die wollen wissen, wie passt ein bestimmter Security-Mechanismus in mein Framework. Und das haben wir zum einen eben durch unser Cloud Security Posture Management schon im Plan, dass wir hier einzelne Elemente, die wir dort herauskristallisiert haben, genau in die passenden Controls unserer Kunden, in die passenden Reports hineinpacken. Gleiches gilt auch für die Security Insights. Die Security Insights sind ja unsere, quasi das Aufzeigen, Hintergrundrauschen unseres Counter-Set-Services. Das, was im Hintergrund immer passiert, was auch, wenn dann Telemetriedaten kommt, was immer wieder hereinkommt, was grundsätzlich nichts Bösartiges ist, aber trotzdem sehr viel spannende Informationen liefert. Und genau da wollen die Kunden auch eben genau da diese Verknüpfung ermöglichen. Was heißt das, wenn wir da jetzt bei den Security Insights was gefunden haben, auf welches Framework zielt das ab, welche Controls zielt das ab, wo betrifft es den Kunden, muss er da was tun, weil er da vielleicht eben selber eigene Compliance-Regeln dafür hat und genau zielt das darauf ab. Auch das Thema Privacy und Access Control, wesentlich schon implementiert im Portal, ist die Role-Based Access Control. Das heißt, dass die Benutzer auch unterschiedliche Rechte auf dem Counter-Set-Portal haben. Für den CISO, der alles sehen darf, für den Administrator, der zum Beispiel nur für das Deployment der Agents zuständig ist, für Detailinformationen sehen soll. Also eine sehr breite Möglichkeit, diese Rollen hier nun im Portal darstellen können für die Mitarbeiter unserer Kunden. Und was auch ganz wesentlich ist, jetzt zweiten Halbjahr starten wir mit einem Europe-Only-Service. Das heißt, die Daten bei uns sind ja so in der EU, aber Mitarbeiter, die das bedienen, unser Detection Response Team, unser Incident Responder, sind natürlich weltweit im Einsatz. Wir arbeiten ja nach dem Vorlesen. Wir wissen aber aus vielen Gesprächen, dass es den Kunden wichtig ist, dass sie einen Europe-Only-Service haben. Das heißt, dass Mitarbeiter zum Beispiel aus unserem SOC-Team aus Singapur nicht hier mitwirken dürfen. Ganz einfach, dass hier dieser europäische Gedanke hier noch viel, viel besser dargestellt werden kann und dem Kunden auch ermöglichen soll, seine eigenen Spielregeln, seine eigene Policy, die er aufgestellt hat, dass man sagt, ich will nur mit europäischen Cloud-Anbietern zusammenarbeiten, damit natürlich bestmöglich unterstützt wird. Und für die Zukunft natürlich auch noch einige Ideen, die jetzt einmal so im Raum stehen, ganz kurz nur überflogen. Sehr stark natürlich geht alles in Richtung Cloud Response, dass wir nicht nur dort erkennen, sondern auch sofort darauf reagieren können, um noch besser den Kunden die Arbeit abzunehmen, dass er sich selber um diese Dinge gar nicht kümmern muss. Im Bereich der Kubernetes zum Beispiel, auch da wollen wir viel tiefer in dieses Thema Containertechnologie einsteigen, um unsere Kunden besser zu unterstützen. Beim Cloud Security Posture Management, AWS und Azure habe ich ja schon erwähnt, haben wir jetzt schon. Was jetzt als nächstes kommt, ist dann die Google Cloud, die wir dann natürlich in Zukunft auch unterstützen wollen. Bei der betrieblichen Widerstandsfähigkeit geht es auch um Response durch Identity- und Access-Management-Lösungen. Das heißt, dass wir auch direkt, wenn ein Kunde eine bestimmte Access-Lösung im Einsatz hat, darüber vielleicht auch Kunden scheren können im Namen des Kunden selber. Oder zum Beispiel Benutzer ein Passwort-Reset auslösen, wenn wir verdächtige Aktivitäten sehen. Also um hier auch noch dem Kunden mehr Arbeit abzunehmen, damit er sich nicht selber um diese Dinge kümmern. Und Managed APD, das heißt, so wie jetzt Managed Detection and Response machen, dass wir auch in Zukunft seine Endpoint Protection Lösung auch gleich mit managen können, mit bedienen können. Im Bereich der betrieblichen Effizienz geht es darum, dass wir hier unsere Plattformen noch besser verheiraten wollen. Jetzt ist es so, dass man unsere APP
Plattform des Element Security und Countercept als getrennte Portale haben, zwar mit Single Sign-On kombiniert, aber trotzdem getrennt. Das soll verbessert werden. Hier soll natürlich auch ein Single Agent bei Bedarf zum Einsatz kommen, um es hier für den Kunden noch leichter zu machen, mit einem einzelnen Agent alle seine Bedürfnisse abdecken zu können. Und auch als Idee eine Countercept Portal Mobile App, damit man auch von Ferne als Administrator schnell Informationen auch am Handy mitbekommt und über den Browser einsteigen muss. Und im Bereich der Compliance geht es darum, dass wir eben bei den Security Insights, wie vorher schon erwähnt, noch viel mehr machen wollen, eben in Richtung der Compliance-Sache. Dass wir den Kunden ganz gezielt sagen können, diese Maßnahmen sind genau mit deinen Controls hier in Abdeckung, damit auch der Kunde selber ein Budgets für die Zukunft, die Security-Budgets besser darauf abstimmen kann, sondern was fehlt mir noch, was brauche ich noch, was habe ich schon, wo steht mein Reifegrad, wo muss ich hin, wo will ich hin. Und da sehen wir uns eben als Sparringpartner, um dem Kunden zu helfen, genau diesen Reifegrad zu erreichen und zu ermöglichen. Und ganz zum Schluss, Counter-Supportal wird auch weiter aufgebohrt, dass man nicht auch zusätzliche Log-Informationen dort sehen kann. Wir bieten ja jetzt schon die Möglichkeit der Log-Investigations, das heißt, Kunden können ihre Syslogs auch zu uns hochladen, damit wir es haben und auch entsprechend gleich auswerten können. Das kann man aktuell jetzt nicht sehen. In Zukunft wollen wir es natürlich auch sichtbar machen. Alle Informationen, die der Kunde bei uns speichert, soll er auch sehen können. Das ist unser Ziel. Da wollen wir hin, dass der Kunde alles auf einem Schlag parat hat in so einem Service. Ob da jetzt Millionen oder Milliarden Events drin sind, spielt dann keine Rolle. Der Kunde weiß, seine Events sind bei uns sicher gespeichert und gelagert und somit kann er darauf zurückgreifen. Ja, damit bin ich am Ende meiner kleinen Roadmap-Präsentation. Ich hoffe, Sie haben ein paar unserer Ideen für die sehr nahe Zukunft, wie das ist ja schon in Implementierung, gut gefunden, freuen sich schon darauf. Sie können uns gerne kontaktieren, wenn Sie mehr Informationen wollen dazu, können wir gerne im Detail über diese zukünftigen Visionen mit Ihnen dann auch noch sprechen. Und jetzt meine Frage an meinen Kollegen Josef. Gibt es vielleicht im Chat eine Frage, die ich gleich beantworten könnte? Jürgen, ich gucke gleich mal rein. Nein, bis jetzt ist noch keine Frage aufgetaucht. Auch nur mal meine Bitte an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, nutzen Sie die Chance, mit Jürgen in Kontakt zu treten. Geben wir den Damen und Herren noch ein paar Sekunden. Ist kein Problem, wir wollen jetzt niemanden hetzen und drängen. Sie wissen, wie Sie uns erreichen. Wir können gerne auch im Nachgang individuell mit Ihnen auch Gespräche führen zu Ideen, die Sie haben. Also wie gesagt, ich rufe gerne jeden unserer Kunden, unserer Zuhörer auf, wenn Sie Ideen haben, wenn Sie sagen, ich habe da ein Thema, ich würde das gerne integrieren wollen, würde da gerne in der Richtung mehr machen wollen, um mit unserem Concept-Server zu verheiraten. Bitte schicken Sie mir das. Wir sind hier, wie gesagt, sehr offen, neuen Ideen gegenüber und wir haben die Möglichkeiten, das auch umsetzen zu können. Das ist vielleicht eben unser großer Vorteil, weil wir nicht zu groß sind, wir ein großer Hersteller, die alles vorgeben und der Kunde muss es dann nehmen, wie er will oder nicht. Also das ist ja dann oft das große Thema. Gut, falls keine Fragen aufgetaucht sind, von Josef jetzt nichts gehört, sage ich danke für die Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen schöne Sommerferien und vor allem, dass wir alle gesund bleiben und uns im Herbst wiedersehen bei neuen Ausgaben unserer Countercept-Webinarreihe. Wir werden Sie wieder rechtzeitig informieren über die neuen Termine im Herbst und die Themen, die wir uns vorgenommen haben. Bis dahin, schöne Ferien, schönen Sommer, alles Gute, Wiedersehen.